Für ein Auto muss man brennen, sonst wieder nichts. Ein makelloser VW-Bus. Es ist kein Märchen. Es ist ein internationaler Markt und Sie werden es kaum glauben, meine Damen und Herren, das Zentrum für Europa spielte in Berlin. Es waren in den 20er Jahren alleine 40 Importeurfirmen in Berlin zu Hause. Viele davon, wie Citroën oder Ford, bauten sogar Autos in Berlin. Aber das ist ja auch eine große Garage, oder? Mehr oder weniger, ja. Die ist mittlerweile voll, sagen wir so. Kleine, es gab ja 1600er noch, später den 1750 und am Schluss noch den Due Mila. Rennen damals in Amerika sozusagen erfunden. Das heißt, das Rennen von Ampel zu Ampel hier mit diesen Fahrzeugen. Und man kann hier wunderbar sehen, Stand. Ich halte mir lieber die Ohren zu. Das klingt natürlich schon beeindruckend hier. Er klingt wirklich irre, wie so ein Jagdflugzeug. Und hier sehen Sie das Drehmoment des Motors, dreht ihn also in alle Richtungen, die Zündung. Sie sehen Starrachse hinten, sehen wir die Federn. Vor 1930 gebaut, dieses wundervolle Sechszylinderauto aus dem Jahre 28. Das, was Sie da gerade gehört haben, das war die Zündung, die hier in das Mikrofon hineingeballert hat.
big a bus and bus on. Long train take me home to where I was before. Before the spirit in my heart. Before you walked out my door with your new friend. Seems like he likes you. You never told me we were through. Moving on. Stumbling around in the dark and picking up pieces of my broken heart while you're riding him in a parking lot and telling me you love me. Now you have to go. It's time for you to swallow.